Thomas Meyer, ich freue mich sehr, dass wir in Remscheid bei Ihnen sein dürfen, in einem Unternehmen, das in den letzten 23 Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen hat. Sie stellen Messer und Schneidwerkzeuge für ganz unterschiedliche Branchen und Industrien her. Und jetzt engagieren Sie sich auch für das Galileum in Solingen. Warum tun Sie das? Wir haben im Bergischen Land ganz tolle Projekte, sogenannte Leuchtturmprojekte für das Thema Bildung. Ich als IHK-Präsident engagiere mich als Unternehmer selbstverständlich auch für das Thema Bildung. Und wir haben in Wuppertal die Junior-Universität und wir haben im Remscheid das Röntgenmuseum. Beide sind hervorragende Leuchtturmprojekte für das Thema Bildung, um junge Menschen in spielerischer Art und Weise an dieses Thema heranzuführen, um damit eine Grundlage für ihr Leben zu schaffen. Und das Galileum in Solingen hat das Zeug dazu, ein solches drittes Leuchtturmprojekt im Bergischen Land für das Thema Bildung zu werden. Super. Man erlebt ja, wenn man im Planetarium ist, dass sehr viele Familien mit ihren Kindern ihre Freizeit dort verbringen und genau. Die Grundkenntnisse für das Universum dort erwerben. Was erwarten Sie denn, wenn Sie das Galileum ja quasi sponsern mit Ihrer Stiftung, mit der Thomas-Meyer-Stiftung? Was versprechen Sie sich davon? Nee, das sind natürlich mehrere Aspekte. Sie haben es ja gerade angedeutet. Natürlich kann man dieses Galileum nicht nur für die schulische Ausbildung von jungen Menschen mitnehmen, sondern man kann natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität auch den Verbund im Bergischen noch mehr herausarbeiten, wenn man zum Beispiel Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Physik macht. Warum ich das mit der Stiftung mache, ist eigentlich auch Folgendes, darauf aufmerksam zu machen, dass eigentlich viele Unternehmen, wenn sie noch nicht wissen, in welche nächste Hand sie das Unternehmen legen, aber zur Sicherstellung der Arbeitsplätze, dass dann ein Stiftungsmodell, ein Doppelstiftungsmodell über den Tod hinaus des Unternehmers zum Erhalt der Arbeitsplätze sinnvoll sein kann. Und unsere Stiftung, die Thomas-Meyer-Stiftung, engagiert sich eben für das Thema Bildung, weil ich das für das Wichtigste überhaupt erachte, und zwar für alle gesellschaftlichen Schichten unserer Bevölkerung. Da könnten sich ja dann doch noch der ein oder andere ältere Unternehmen an Ihnen ein Beispiel nehmen. Naja, wir wissen einfach, dass es über 22.000 Unternehmen in Deutschland gibt, die auch Geld verdienen, also gute, gut gehende Unternehmen, wo die Nachfolge nicht gesichert ist. Entweder weil der Unternehmer, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern das Unternehmen aufgebaut hat, keine Nachfolge hat, keine Kinder hat oder die Nachfolgeregelung vielleicht für fremde Dritte auch noch nicht geregelt ist. Und das passiert natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Und ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass ein tolles Instrument eine Stiftung wäre, um eben sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen und dass der Arbeitgeber über den Tod hinaus etwas Gutes tun kann für unsere Gesellschaft. Deswegen das Thema Stiftungsmodell und deswegen auch das nach draußen tragen eines solchen Modellcharakters. Es wäre eigentlich ein doppelter Nutzen. Es ist ein doppelter Nutzen. Unternehmen und der Nutzen für die Gesellschaft. Genau. Und in unserem Fall für das Galileum. Korrekt. Das Galileum ist ja jetzt nicht nur ein wissenschaftlicher Ort, sondern bietet ja auch eine ganze Menge an moderner Technologie, Audiotechnologie, Videotechnologie und hat hervorragende Räumlichkeiten. Wo sehen Sie denn die Chancen als IHK-Präsident für die regionale Industrie, so ein Projekt zu nutzen? Naja, wir können es ja nicht nur nutzen für die Bildungsträger, Universität und Schule, sondern wir können es natürlich darüber hinaus auch nutzen als Veranstaltungsort. Als Veranstaltungsort für lokale und regionale Industrien, die mit ihren Kunden gerne natürlich dann auch dort einen Abend verbringen, auch sich nochmal erläutern lassen, wie unsere Galaxis aussieht, den Sternenhimmel erklären. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das hat man da nicht jeden Tag. Und ich glaube, dass das auch mitreißend sein kann. Und deswegen verspreche ich mir davon, wenn die Unternehmer im Bergischen Land dieses Galileum auch als Veranstaltungsort nutzen werden, dass das nicht nur publik wird, sondern vor allen Dingen für sich selbst und auch vor allen Dingen für die Gäste des jeweiligen Unternehmens ein hochinteressanter Abend es dann sein wird. Viele Unternehmen im Bergischen Land sind ja sehr international aufgestellt. Ja. Und haben sicherlich auch internationale Gäste. Ja. Und da könnte so ein Galileum ja auch eine schöne Klammer bilden. Absolut. Welche Bedeutung messen Sie dem Galileum nochmal für die Region zu? Ich sagte ja schon, dass Bildung für junge Menschen
der wichtigste Grundstein im Leben ist, natürlich neben der Liebe und der Erziehung von den Eltern. Aber von da aus gesehen glaube ich, dass es natürlich als wichtiger Baustein, ein dritter Baustein hier im Bergischen sein kann, nicht nur für die Industrie. Wir haben jetzt die Schüler angesprochen, wir haben die Industrie angesprochen, aber auch als touristischer, ich sag jetzt mal, Ziel im Bergischen Land. Wir haben ja hier aufgrund unserer Topografie ein Schmuckstück, was wir touristisch zum Teil schon nutzen. Ich denke an Schloss Burg, ich denke an unsere Schwebebahn in Wuppertal, ich denke an viele andere Dinge, die wir hier haben, die wir geschenkt bekommen haben. Und das können wir natürlich auch für den Tourismus nutzen. Und auch ein solches Galileum ist natürlich für den Tourismus ein attraktives Ziel, am Nachmittag oder auch in der Nacht das zu sehen. Sie haben natürlich dann in der Gaskuppel natürlich dann dementsprechend die Abbildung des Himmels, der Sterne. Das ist natürlich für jeden immer wieder ein neues Abenteuer. Ihren angeschlossenen Unternehmen, könnten Sie denn eine Empfehlung aussprechen, um sich für das Galileum zu engagieren? Ich glaube, dass heute solche Projekte, solche Leuchtturmprojekte wie die Junior-Universität überhaupt nicht mehr denkbar wären ohne Mäzentum, ohne Sponsoring. Und da Bildung eben das Wichtigste ist, hoffe ich, dass viele Unternehmer, die sich ja unglaublich hier im Bergischen engagieren, viele Einrichtungen würden unter die bergischen Unternehmer überhaupt nicht existieren, dass sie auch das Galileum ähnlich sehen, wie ich das sehe, als drittes Leuchtturmprojekt und dass sie auch hier ihre Unterstützung dementsprechend anbieten, in verschiedenster Art und Weise. Ich glaube, dass das Galileum als Projekt es mehr als verdient hätte. Prima, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, Herr Mayer. Gerne schön.